Ali, Hallöchen, meine werten Spaßfreunde und willkommen hier in der Eurofighter Arena. Wir haben die Partie TSV Euerdorf gegen FSV Geilenkirchen. Und beide Mannschaften sind so ein bisschen auf die Suche nach Erfolg. So ein bisschen, würde man meinen. TSV Euerdorf aktuell auf 9. Platz. Kann auch so einen Platz 6 mitkämpfen. Je nachdem, wie natürlich das Spiel Sprockhövel gegen Hannover Dortmund ausgegangen ist. Man könnte sogar weitgehend noch irgendwie um Platz 5 kämpfen mit Dassau, je nachdem, wie alles läuft. Deswegen will man hier natürlich gewinnen. Mit dieser 11. Gehen sie auch rein. Einer der wichtigen Spieler ist da Halilai. Es gab die Gerüchte, dass Geilenkirchen da mal interessiert war an den Stürmer. Sie den aber nicht bekommen haben aufgrund einer horrenden Transfersumme, die gefordert wurde. Apropos Geilenkirchen, das ist deren Elf. Und wir haben ja jetzt auch einen neuen Trainer. Bruno Hirschnagel wurde entlassen. Und man hat den Co-Trainer Samuel Fischer bis auf Weiteres die Trainerbank gesetzt. Geilenkirchen aktuell auf dem 12. Platz. Viel weiter nach hinten fallen können sie quasi gar nicht mehr. Aber man will natürlich trotzdem nicht so weit unten stehen. Besonders als einer der erfolgreicheren OG-Mannschaften. Im Gegensatz zu Euerdorf, die ja immer mehr oder weniger im Mittelfeld oder unteres Mittelfeld rumgedümpelt sind. Deswegen ja, das wird hier eine sehr, sehr harte Partie. Und ich freue mich darauf, dies zu kommentieren. Ich war Euerdorf hier in ihr gewohntes Grün von links nach rechts und Geilenkirchen hier in Gelb und wie auch im Angriff mit roten Gatter. Da ist Artyoms, Spaghetti, Artyoms und Ball brennt irgendwie nochmal ab zu Artyoms. 1:0 für Geilenkirchen. Istaps Artyoms hier mit den Führungstreffer und das war ehrlich gesagt bisschen glücklich, dass Schäfer da den Ball nicht in die Hände gekriegt hat. So ist der Ball dann knapp an Asker vorbeigekullert auf die Füßchen von Artyoms und der musste nur noch reinschieben. Aber ein bisschen Glück brauchst du ja eh immer. Deswegen 1:0 für Geilenkirchen. Und jetzt muss natürlich Geilenkirchen diese Führung halten. Wäre ungünstig, wenn nicht. Jetzt hier ein weiter Ball. Interessante Idee. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so die Herausforderung für einen Mannheim. Jetzt hier Halilai auf Heinig. Aber der kriegt den Ball nicht so richtig im Griff. Rutscht da auch noch ein bisschen aus. Bisher die ersten 15 Minuten ein bisschen Slapstick seitens Euerdorf, was gut ist für Geilenkirchen, definitiv. Aber es kann natürlich der Anspruch sein, Pfostentreffer hier von Rotengatter. Jetzt war es Euerdorf, die da ein bisschen Glück hatten. Hat es also ausgeglichen. Und der nächste Schuss und den hat Schäfer. Ja, so dahinter sollte Euerdorf aufwachen. Und am besten nicht solche Abschläge schlagen. Weil es ist immer noch, trotz ihren niedrigen Tabellenstandes, eine qualitativ hochwertige Mannschaft. Die Geilenkirchener.
Ja, in ihr Form tief mit Bruno Hirschnagel, aber das macht sie noch bei weitem nicht schlecht. Das ist hier gut kombiniert und das Fallideil. Aber Mannheim pariert zur Ecke. Ist der falsche grüne Verein hier mit der Ecke bei der Eintracht Tari, bei Eintracht Tari leer, ist das so schon die größere Torgefahr. Aber für das hat man sich ja was abgeguckt beim Konkurrenten. Sehr meist mit der Ecke. Kam gut rein, aber der Ball wurde abgeblockt und als Fox kommt auch nicht richtig durch. Und der nächste Kopfball. Jetzt beginnt hier das Schnellfeuer seitens Euerdorf. Aber da fehlt noch ein bisschen die Genauigkeit. Hier sieht man es doch mal. Den Führungstreffer von Geilenkirchen. Nicht den Siegtreffer. Also vielleicht ist es der Siegtreffer, aber das steht hier noch nicht fest. Der Kopfball war zumindest nicht ausgleichswürdig. Aber noch gibt's ja eine gesamte Stunde noch zu spielen. Da kann noch einiges passieren. Bisschen Coverline fliegt ab zu Rote, gerade der ganz alleine ist. Aber ein Schuss viel zu schwach. So konnte Schäfer das doch mal parieren. Gut hier gehalten vom Euerdorf-Schlussmann. Sein Fehler vom 1-0 wieder wettgemacht. Und jetzt gibt es eine Ecke seitens Geilenkirchen. Man hat sich für eine kurze Version entschieden, um sich rein zu kombinieren. Ah, bis jetzt hat man den Code noch nicht geknackt. Und da hat auch Fox jetzt die Kugel geschnappt. Und jetzt Euerdorf im Vormarsch mit Heinig. Sieht da Halilei. Ja, Ballannahme sah schon mal besser aus beim berüchtigten Stürmer von Euerdorf. Hier nochmal sein Schuss gegen Mannheim. Und jetzt gibt es hier einen Abschluss. Der Ball kommt gut und der Ball kommt weit und der Ball ist bei Rotengatter. Holzapfel. Ja, verliert den Zweikampf gegen Danner. Und jetzt Kontermöglichkeit für die TSV. Aber Arendt verhindert hier Schlimmeres. Also ganz dominant ist hier noch keine Mannschaft. Ich würde sogar fast sagen, wüsste ich nicht, dass es 0-1 steht, würde ich tippen, dass es hier gerade unentschieden steht. Beide Mannschaften begegnen sich bisher auf Augenhöhe. Aber Geilenkirchen hier definitiv mit den gefährlicheren Chancen. Jetzt hier noch eine Minute Nachspielzeit, aber die sollte jeden Moment abgepfiffen werden. Besonders jetzt, wo der Angriff verpufft ist, wird es abgepfiffen. 1-0. Hier ist doch alles offen, aber Euerdorf muss einen Zahn zulegen. Zweite Hälfte beginnt. FSV Geilenkirchen hier mit dem Anstoß. Und ja, wie gesagt, wenn hier Euerdorf gewinnen will, müssen sie einen Zahn zulegen.
Die Kleinkinder, die legen auch immer einen Zahn zu, wenn sie wachsen. Irgendwann haben sie ein Gebiss. Und bisher sieht das hier sehr gebisslos aus. Aber vielleicht jetzt hier mal mit Heidig! 1:1, da haben wir das Gebiss! Eins zu eins. Und das war gut rausgespielt. Und da war dann auch ein Mannheim chancenlos. Es war aber Gott sei Dank nicht die Nummer 9, sondern nur die Nummer 7. Das bedeutet, der Spieler mit den meisten Scorerpunkten hat hier gerade nichts getroffen. Das ist immer ein bisschen verwirrend bei Euerdorf, dass die beiden im Sturm spielen. War Tor Nummer 6 für diese Nummer 7. Und jetzt hier Kovalainen. Auf rote Gatter und Schäfer. Starke Parade. Ecke. Geilen Kirsten. Ecke wird ausgeführt. Aber ohne Erfolg. Und jetzt hier Adioms. Schießt drüber. Abstoß für Euerdorf. Und da wird kurz ausgeführt. Zu Asgar. Ja, auf Ho gepasst. Und Geilen Kirsten versucht hier schon früh Druck aufzubauen. Einwurf für Euerdorf. Da ist Heinig, der Torschütze zum 1:1. Und das ist Halliday und irgendwie. Er hat das. Ach du Scheiße, das Skandal, wenn der nicht reingeht. Eieieiei. Hand, Elfmeter. Das war definitiv Hand. Aber ob er das jetzt pfeifen musste. Heinig hätte hier getroffen. Das war sein Kopfball. Und jetzt muss er den Elfmeter verwandeln. Und das tut er nicht. Ach du, ich sehe doch schon, wie das Haus wieder am Brennen. Ach du Kacke. Man kann von Handelfmeter natürlich halten, was man will. Halten war jetzt übrigens jetzt kein Wortspiel, zumindest nicht intended. Aber das war nicht ganz verdient. Dafür Schäfer hier mit einer weiteren schönen Parade und es bleibt ausgeglichen. Fox geht jetzt runter, für ihn kommt Vata und Coverline geht. Für ihn kommt DeSaggio. Und Ecke und das hier mit Jan Polle. Geht hier schon mal gut rein, Holzapfel auf Atoms und irgendwie ist die Bewegung jetzt erstmal nach hinten gefallen. Und man hört bei den Gästen Block schon so ein paar höhnische Gesänge von wegen Euerdorf. So, aber jetzt hier Euerdorf im Angriff und Heinig! 2:1! Und es war wieder die Nummer 6, also wieder kein Scorerpunkt für die Nummer 9. Ich meinte natürlich 7, nicht 6. Und die sehen hier auch schon auf Wiedersehen. Währenddessen die
Fans von Geilenkirchen wissen nichts, den Unterschied zwischen Eierdorf und Euerdorf. So, hier ist alles verrückt, aber die Führung geht definitiv in Ordnung. Wenn man gefährliche Chancen hat und man sie nicht macht, dann, ja, sieht das Magier mit Toren aus. Das ist ja atemberaubend von der Distanz und Schäfer ist heute unbezwingbar. Sage ich, nachdem sie schon ein Tor geschossen haben, ich weiß. Aber ich glaube, das war nicht Schäfer, das war so ein Imposter. Polle geht runter, für ihn kommt Kill Gomez. Und auch Euerdorf hat gewechselt. Seemeis geht runter, für ihn kommt Jan. Das klingt fast schon nach einem geilen Kirchenwechsel in der Saison davor. Jan für Seemeis. Aber es war Jan und Seemeis spielt mittlerweile bei Euerdorf. Jetzt hier Rotengötter auf Kiel Gomez. Schießt hier den Verteidiger an. Ist eine valide, ein valider Schachzug. Weil vielleicht trifft man ja die Hand. So wie hier. Gut, dass man hier das Gesagte auch sofort umsetzt. Ja, ich denke, jetzt brennt Chance und Mieder erstmal ein bisschen weniger, wenn euer Dorf gewinnt. Aber bitter ist es alle Male. Der Freistoß endet erfolglos und jetzt Kontermöglichkeit für FSV, aber die ist auch relativ schnell verpufft. Ist hier nochmal der nächste Angriff und da ist eine Riesenlücke! Ja, der Grasapfel! 2:2! Der Imposter ist wieder im Tor. Unfassbar. Na ja, und so darfst du natürlich als Abwehr nicht stehen. Ein strammer und guter Schuss von Holzapfel. Schwer bis gar nicht erreichbar für Schäfer. 2:2. Und jetzt brennt wieder Social Media. Freue ich mich. Der Dorffans natürlich ein bisschen weniger. Die haben doch schon auf Wiedersehen gesungen. Normalerweise gewinnt man dann ja. Und jetzt Heidig! Ecke. Heute hält Mannheim nur mit einer Hand. Mehr braucht er nicht, hat er gesagt. Bei Kamura kommt es hier für Holzapfel nochmal ein offensiverer Wechsel. Für die letzten Minuten. Eckball. War, ja, definitiv ein Eckball, den man schnell vergessen wird. Und jetzt Rob Dali. Und noch schon wieder ein Elfmeter. Ja. Allen Sauer. Der ist Hand, ne? Der hätte auch einfach den Arm abnehmen können an der Stelle. Was soll es da so groß sagen? Und dieses Mal geht er rein. Topscorer Heinig hier mit dem 3:2. Der Jubel ist groß. Und Geilenkirchen fühlt es hier auf den Arm genommen. Dieses Mal hat man einem die falsche Ecke ausgesucht. Und damit steht es 3:2. Und ich glaube, den Ausgleich schaffen sie jetzt nicht mehr. Wobei 3 Minuten Nachspielzeit und der Angriff läuft. Ich habe, glaube ich, zu früh den Tag für den Abend gelobt. Mal sehen. Okay, nein. Nicht mit so einem Pass. Das Five-Konzert ist hier laut. Ich weiß gar nicht hier, warum und weswegen hier gepfiffen wird. Und ach so! Mannheim wollte doch mal seine spielerische Qualität zeigen.
Wenn man schon 3 Dinge gegen Eulendorf kassiert, dann will man zumindest so eine coole Szene haben. Aber ja, 3:2 gewinnt hier Eulendorf. Und damit ist das Formtief weiter vorhanden bei Geilenkirchen. Ich verabschiede mich für dieses Spiel. Vielen Dank fürs Zugucken und auf Wiedersehen.